Hallo und herzlich willkommen bei den Kinderspielestars. Ja, ihr seht die Kinderspielestars. Ich heiße Marc und neben mir sitzt meine Tochter Jimmy. Und zusammen spielen wir heute Mulle Max Schiffe. Vielleicht kennt ihr schon den anderen Teil mit den Autos. Den haben wir schon auf dem Kanal hochgeladen. Und einige unserer Zuschauer hatten sich gewünscht, dass wir auch mal den Teil mit den Schiffen spielen. Und genau wie bei den Autos kann man sich hier eigene Schiffe bauen und mit denen fahren. Und das war es eigentlich schon, aber das ist ziemlich cool. Ich denke, wir fangen mal an mit einem normalen Boot und dann können wir dann gleich noch irgendwas Originelles bauen. So, dann erstmal unten den Rumpf und jetzt die Kabine obendrauf. Welche nehmen wir da? Die. Hier so eine einfache. Die kann man sogar noch verschieben. Wollen wir vorne oder hinten sitzen hinten. Mit dem Kapitän? Hinten? Ja. Okay. So, dann können wir denen noch einen Antrieb geben. Schau mal hier, eine Schiffsschraube, eine einzelne oder hier so ein, wie heißt das nochmal, Raddampfer, Dampfschiff oder hier mit Segel. Hm. Ich nehme mal einfach die normale Schiffsschaukel. Ja. Schiffsschraube. So, und dann kann man das noch anmalen. Welche Farbe wollen wir nehmen? Vielleicht oder wollen wir grün. Den so lassen? Grün? Ja, oder wir machen passend zu dem unteren Teil des Schiffes, das ist ja rot. Wollen wir mal ein ganz rotes Schiff machen? Ja. Mal gucken, wie das aussieht. Gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, so. Okay, dann let's go. Ach so, wir nehmen noch was mit. Hier wartet noch eine Lieferung, die müssen wir abliefern. So, tun wir mal rein. Und hier muss man den Motor starten, indem man an der Kordel zieht, glaube ich. Moment ja. mal. Aber da muss man feste ziehen, sonst wird das nichts. Ah, cool. Vorher den Knopf drücken. Das hat geklappt. Und wir haben drei Vorwärtsgänge, drei Geschwindigkeiten. So, jetzt mal mittlere Geschwindigkeit. Und wir haben noch einen Power, einen Turbo-Knopf. Oh, ja. Mal sehen. So, das ist jetzt die Stufe 3. Schnell. Und jetzt mal den Turbo. Naja, ist trotzdem noch ein Kutter, ne? So schnell ist er jetzt auch nicht, aber auch. Für einen Kutter schon ordentlich schnell. Ja. Ich glaube, wir kommen auch jetzt schon an. Das ist jetzt der Zielhafen. Und hier liefern wir unser Päckchen ab. Und dann können wir ein neues Schiff bauen. Können wir uns mal was anderes einfallen lassen. So. Wer bekommt das? Da müsste das hin. Wo das so markiert ist. Okay, das war die erste Runde. Und wir haben etwas freigespielt. Ach, hier muss man noch die ganzen Sachen freispielen. Ah. Das haben wir natürlich jetzt noch nicht gemacht. Wir haben einen neuen Motor bekommen. Cool. Ja, genau. Dann hat man hier nachher noch mehr Auswahl. So, was bauen wir uns denn jetzt mal? Was ist das denn hier? Sieht irgendwie cool aus. Lass uns das mal nehmen. Und oben diese Kuppel gefällt mir auch. Wenn es dann so ein Unwetter gibt, ist man darin richtig schön geschützt. Moment mal. Bist du. Und die könnten wir ja mal vorne lassen. Ja, vorne. Und jetzt müssen wir uns für einen Antrieb entscheiden. Hier so ein doppelter. Der ist eigentlich sieht cool. richtig schnell aus. Vielleicht ist er ein bisschen schneller. Mal gucken. Hört sich an wie eine Turbine. Wollen wir jetzt grün nehmen? Ja, jetzt grün. Grün. Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Lieblingsfarbe schreiben. Meine ist grün. Meine ist türkis. Türkis. Haben wir Türkis hier? Ja, so ein richtiges Türkis sehe ich nicht. Könnte das eins sein? Naja, so ein halbes. So, bitte. Und los geht's. Zufällig müssen wir mit unserem grünen Boot auch eine grüne Lieferung vorbeibringen, und zwar einen Baum. Guck mal hier, diese Turbine lässt sich mit drei Schaltern starten. Hm. Klack, tack, tock. Los geht's. Mittlere Stufe, Full Power und jetzt noch den Turbo. Oui. Ja, das sieht schon schneller aus. Oh ja. Cool. Damit geht das ratzfatz sind wir da und liefern den Baum ab. Die Fische sind alle friedlich oder taucht hier gleich noch ein Hai auf? Da sind wir auch schon. Ich bin gespannt, was wir noch freispielen. Vielleicht so eine neue Kuppel für oben oder einen neuen Rumpf. So, das ist der Baum. Ein quadratischer Baum. Hey, was ist das? Das ist ein Wikingerboot, wenn ich das richtig sehe. Oh, cool. Dazu muss man sagen, wir spielen das hier auf dem iPhone. Da ist das Display jetzt nicht gerade super groß.
Ja, das sieht ja interessant aus. So ein Mix aus Wikingerboot und Römer. Galeere oder was auch immer. Ja. Was nehmen wir denn? Ist das hier ein U-Boot? Ich glaube schon. Zumindest kann man unten ins Wasser gucken. Das finde ich irgendwie fast noch cooler gerade mal. Ja, das können wir auch probieren. Können wir das als nächstes nehmen? Oder wir gucken noch mal. Was haben wir denn bis jetzt? Ah, okay. Wir haben ja noch nicht alles freigespielt. Dazu würde natürlich die Kuppel gut passen, ne? Ja. Die haben wir jetzt schon einmal genommen. Mal gucken. Wir müssen es ja nicht machen. Das sieht auch irgendwie lustig aus. Das sieht so lustig aus. Dann tun wir das in die Mitte. Da können wir aber nicht tauchen. Da fließt ja oben das Wasser rein, ne? So. Dann den Antrieb hatten wir eben. Wir hatten ja auch noch so einen Außenbordmotor, ja, ich glaub schon, vom Gummiboot. Aber der mit dem Schornstein gefällt mir auch. Ja, der sieht auch cool aus. Kann man den noch verschieben? Nee. Nehmen wir den? Ja, der sieht gut aus. Oh, da wird aber ordentlich Dreck in die Luft gepustet, glaube ich. Das ist jetzt nicht die sauberste Antriebsmöglichkeit. Dazu passt eigentlich die Farbe schwarz. Ja, schwarz. Dann ist das so ein richtiger Dreckskern, muss man das überhaupt sagen. Aber so ist es nun mal. Mal gucken, was unser Dreckskern da in die Umwelt pustet. So, die Lieferung ist an Bord. Guck mal hier mit Kohle. Wow. Ich muss dann immer hier drauf drücken, bis der Kessel genug Druck hat. So, oh ja. Siehst du? Cool. So ist das nun mal. Und wenn wir denn. Ach, da können wir Kohle immer mehr reintun, damit er schneller fährt. Ah. Wie bei der Lokomotive ist das. Naja, besonders umweltfreundlich ist das nicht, ne? Deswegen die Farbe passt irgendwie. Okay. Was hatten wir denn jetzt für eine Lieferung? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, ich glaube, wir haben so. Süß, der kleine Hund, der da immer mitfährt von Mulemec. Oh. Wisst ihr eigentlich, wie der Mulemec auch heißt? In Deutschland kennt man den nämlich eigentlich auch unter dem Namen Willi Werkel. Muss ich mal schauen. Mulemec heißt ja eigentlich nur in Schweden. So, wie auch immer. Wir haben hier, was ist das? Ein Turm, wie von einer Burg. Das ist ja lustig auf dem Schiff. Da könnten wir hier mal so einen ganz verrückten Kahn machen. Unten so halb Wikinger und oben mit einer Ritterburg. Wollen wir das mal machen? Dann lassen wir den. Und diese Ritterburg, aber die müssen wir wieder in die Mitte stellen. Weil hier und hier sieht das nicht so gut aus, ne? Ja, in der Mitte. Okay. Die Turbine, was haben wir noch gehabt? Den Außenbordmotor hatten wir noch nicht. Dann nehmen wir den. Anmalen nicht unbedingt. Eine Ritterburg ist ja grau, ne? Ja. Lassen wir so. Und einmal gucken. Ach, man kann Sprühdose oder Pinsel nehmen. Alles klar. Und hier ist allerlei Plunder. Der muss rüber. Der wird wieder so gestartet. Okay. Hab ich's hinbekommen, ja. Dann geben wir direkt mit Vollgas mit unserer schwimmenden Ritterburg. Yeah. Da kommt ein Stürmchen. Ach, die Dinger kann man hier auch noch bewegen. Die Fische kann man auch andrücken, dann schwimmen sie weiter. Und die Ballons auch. Das kann man machen. Ja, natürlich, die Fahrt hätte noch ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Aber es geht darum ja nur ums Schiffe bauen im Endeffekt und dann mal ausprobieren. Ja, trotzdem, wir hätten noch was anderes machen können. Ja, auf jeden Fall. So ist das aber nun mal. So ausgestiegen. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Ob wir dann uns... ein Segel. Das hat jetzt auch gut gepasst. Ein schönes Rot, weißes Segel. Ja, was meint ihr? Wollen wir noch ein Schiff bauen? Habt ihr noch Lust zuzuschauen? Ich glaube Haben wir noch hier den Rumpf, wollten wir noch mal machen, ne? Ja, den, ja. So, Moment, zurück. Wir wollten noch eine andere Kabine. Das haben wir, das passt nicht zum Segel. Das würde, dann machen wir den so einen kleinen. Und da machen wir den Segel dran. Ja, oder ist der Idee. Segel hierbei? Nee, der Segel ist ja der Antrieb. Ja. Dann passt das. Da ist er. Ja, nehmen wir den. Ja. Da hatten wir eben einen ganz umweltschädlichen Antrieb mit Kohle und jetzt einen ganz umweltfreundlichen mit Windkraft. So, das sieht eigentlich schon ganz prima aus. Ja. Welche Farbe passt zu den rot-weißen Segeln? Wollen wir es mal mit Gelb probieren? Ja, mit Gelb. Ich bin unschlüssig, ob das gut aussieht. Ja, ein bisschen fragwürdig. Fällt uns was Besseres ein?
Vielleicht mal eine Mädchenfarbe. Vielleicht mal so ein Pink noch unten dran. Das Poppige. Gefällt dir das? Ja, sieht gut aus. Kriege ich dein Okay? Daumen hoch? Ja. Okay, und da haben wir nochmal den quadratischen Baum. Anscheinend ist er da sehr beliebt auf der anderen Seite. So, wie geht's jetzt weiter? Segel setzen, würde ich mal sagen. Und dann kann man den noch beschleunigen. Oh, da muss man immer gegenhalten. Ah, ich verstehe. Das ist ja interessant. Wir beeinflussen diesmal nur indirekt die Geschwindigkeit. Und zwar, indem wir den Wind stärker werden lassen. Aber wenn wir den Wind stärker werden lassen, wird auch der Wellengang höher. Ja, deswegen seht ihr jetzt hier diese großen Wellen. Ja, das ist ja interessant. Das finde ich wirklich ziemlich cool. Mhm. So, machen wir mal volle Kanne. Dann haben wir. Da sind wir auch schon. Ja, so kleine Spielereien kann man da noch entdecken. Das finde ich prima. Eigentlich cool. Wir können euch jetzt ja unmöglich alle Antriebe und so zeigen. Wer weiß, was dann noch zu entdecken ist. Aber falls ihr richtig viel Spaß mit dem Video hattet und mit dem Spiel, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Und dann machen wir euch auch gerne noch einen zweiten Teil dazu. Aber bis dahin würden wir uns über ein Däumchen hoch freuen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, würden wir uns auch natürlich freuen. Genau. Wir danken uns, dass ihr uns zugeschaut habt und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.